Ich saß neben Jochen Schweizer. In dem Raum waren die erfolgreichsten Digitalunternehmer der Welt. Neu, 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 neu. Scheiße. Gestartet sind wir 2016 im eigenen Hörsaalzentrum. Damals so ein Stück weit aus der Kritik gegenüber den Unis. Desto mehr belastet es euch und desto mehr schränkt es euch einfach auch darin ein. Mir ist sicher 2-3 Jahre gekostet in der Skalierung, dass ich einfach zu viele Projekte gleichzeitig machen wollte. Weniger nachdenken, weniger reden, einfach mal machen. Wenn die Gage passt. Einatmen. Aus. What's up, Friends? Willkommen zu einem erneuten Video. Für mich geht es dieses Wochenende aufs Fauna Summit und das Video beginnt hier jetzt nicht aus der Wohnung heraus, sondern direkt aus dem Büro, denn ich habe die Kamera hier vergessen und die muss natürlich mit. Heute ist Freitag, es geht noch nicht direkt aufs Fauna Summit, sondern zu einer anderen Veranstaltung. Und was das für eine Veranstaltung ist, werde ich nachher verraten. Ich kann nicht so viel dazu erzählen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache und ich werde so ein paar Sachen anreißen. Ansonsten geht es jetzt für mich los. 4 Stunden circa Fahrt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn es werden auf jeden Fall super spannende, aufregende Tage. Ich werde hier einige andere auch noch interviewen, zeigen. Also kannst auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Sei gespannt und dann geht es ja uns auf jeden Fall los. So, Friends, in Wiesbaden im Hotel angekommen und ihr habt einige Insights gerade eben schon gesehen. Das war von heute Morgen bzw. heute Vormittag bis Nachmittag und ich war in der guten Rothschild-Villa. Und ich habe ja erzählt, dass es eine Veranstaltung war bzw. ein Treffen, worüber ich nicht wirklich was erzählen darf. Deswegen seht es mir bitte nach, denn hier wurden Inhalte geteilt, beziehungsweise es war ein Treffen, wo jetzt nicht jeder dran teilnehmen konnte. Ich kann nur so viel erzählen. Ich werde nur ganz, ganz kurz erwähnen, in welche Richtung es geht. Und zwar fangen wir mal so an. Ich saß neben Jochen Schweizer und wir waren ein Raum. In dem Raum waren die erfolgreichsten Digitalunternehmer der Welt. Und haben da entsprechend gebrainstormt. Ich wurde eingeladen von Persönlichkeiten, die man hier auch im digitalen Markt, im Online-Marketing-Markt kennt. Das ist, glaube ich, schon Information genug. Und eigentlich findet jetzt gerade zeitgleich die Fauna-Gala statt. Das ist eine Gala-Veranstaltung, die immer für eingeladene Gäste sehr exklusiv gestaltet, auch immer ein Abend vom Fauna-Summit ist. Da war ich auch letztes Jahr, wo wir auch Aussteller und ich Speaker war, hier mal auch kurz ein bisschen was eingeblendet, dass ihr mal ein paar Impressionen gesehen habt. Verpasse nicht das beste Fauna Summit aller Zeiten. Mega, mega cool, alle jetzt sehen.
und wäre jetzt eigentlich auch dort, aber ich muss gestehen, ich habe 4 Stunden, nicht mal 4 Stunden richtig, Schlaf gehabt, eine lange Autofahrt plus ich wollte hier noch ein bisschen was am Laptop machen, deswegen werde ich heute darauf verzichten, auch das muss mal sein, auch wenn dort großartige Persönlichkeiten sind und auch wenn ich jetzt mal an letztes Jahr denke, ich wirklich mit großen Persönlichkeiten auch netzwerken konnte und die ich heute auch zu meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis teilweise zählen kann. Ja, musste ich darauf heute mal verzichten. Ich werde jetzt noch hier, wie gesagt, im Hotelzimmer ein bisschen arbeiten und dann wahrscheinlich sogar schon schlafen gehen, damit ich morgen viel Kraft habe. Meine Erkenntnisse heute und allgemein so mein Appell an euch nochmal, ihr kennt mich jetzt schon länger, ihr wisst, was ich immer wieder dazu sage zum Thema Netzwerken. Ich finde, Netzwerken ist einfach ein Muss. Ja? Also wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, dann tu mir bitte den Gefallen, geh auf Branchen-Events, bau dir ein Netzwerk auf, dass du wirklich noch größer wirst. Allein zum Beispiel die Veranstaltung heute, da kannst du dich nicht einkaufen, da kannst du nicht durch Vitamin B reinkommen, nein. Da kommt man wirklich rein, wenn man ein Netzwerk hat, die sehen, okay, hey, da ist jemand, der ist hier seit Jahren erfolgreich in dieser Sache und dementsprechend war es auch wirklich eine exklusive Veranstaltung. Und vor allem die Kontakte, super, super, super wertvoll. Und mit diesen Persönlichkeiten kann man wiederum gemeinsam noch größer werden und so weiter und so fort. Deswegen mein Appell, geh raus in die Welt, geh auf Events, Netzwerke, behalte nicht alles für dich, teile auch gerne dein Wissen. Dann merk dir einen Spruch, dein Netzwerk ist deine stärkste Währung. Als sich dieser Satz bei mir damals eingeprägt hat, hat sich bei mir alles geändert. Ich war damals der schüchterne Hakan, der nicht mal ein Wort herausbekommen hat. Und heute habe ich ein sehr, sehr, sehr geiles Netzwerk. Ein Netzwerk aus sehr einflussreichen Persönlichkeiten. Und darauf bin ich stolz. Also, ich werde jetzt aber erstmal noch ein bisschen was am Laptop machen und mich dann ausruhen. Ich wünsche dir was und dann sehen wir uns. Good morning in the morning, friends. So, ich habe die Nacht gut überstanden. Diesmal auch gut geschlafen, also meine 8 Stunden auf jeden Fall voll bekommen. Und eine Sache habe ich auch vergessen. Ich gehe gerade ins Bad, will mich fresh machen. Was ist? Ich habe Zahnpasta vergessen, ich habe meine Zahnbürste vergessen, plus ich habe einen Kamm vergessen. Also so viel Pech kann man haben, aber passiert auch mal. Ich frage jetzt gleich mal eine Rezeption nach, ansonsten muss das irgendwie anders gleich klären, aber das kriegt man schon hin. Also, für mich geht es jetzt gleich erstmal zum Frühstück und dann direkt zum Fauna Summit und nehme euch da mit. Seid auf jeden Fall gespannt. Und vielleicht mal ganz kurz einen Nachtrag zur Veranstaltung gestern. Und zwar ist das eine ganze Veranstaltungsreihe, die dann demnächst halt in diesem elitären Kreis stattfinden wird, also auf der ganzen Welt. Und das Treffen, was jetzt gestern in der Villa Rothschild stattgefunden hat, war das erste Treffen, also sozusagen der Startschuss von dem Ganzen. Und da waren natürlich die ganzen deutschen Marktführer am Start. Also ich kann nur mal kurz sagen, also ich saß beispielsweise neben Jochen Schweizer, ich wurde eingeladen von Raoul Plicard. Matt Schuld war dort, andere größere Marktführer und Persönlichkeiten. So viel kann ich dazu sagen, aber auch leider nicht mehr, weil das halt eben alles geheim gehalten wird und du da halt eben nicht einfach so reinkommen kannst. Deswegen seht es mir wie gesagt nach, aber das mal ein kurzer Nachtrag. Also es geht hier um die besten Digitalunternehmer, Online-Marketer der ganzen Welt, aber hier entsprechend in der Rothschild-Villa waren natürlich die ganzen deutschsprachigen Marktführer am Start. So, nur mal kurz, wie gesagt, Nachtrag, bevor es da irgendwie Missverständnisse gibt. Also für mich geht es aufs Fauna Summit. Bin dann gespannt, welche Insights du mitnehmen kannst und wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß beim Ansehen. Ihr wisst ja, Probleme gibt es nicht, sondern es sind einfach noch Aufgaben, die noch erledigt werden müssen oder Fragen, die noch eine Antwort benötigen. Und die Antwort ist folgende. Und zwar gibt es für mich Zahnbürste plus Zahnpasta und einen Kamm. Also, so einfach geht's. Successful
personalities, welcome to the Founders Summit, Germany's biggest live event for entrepreneurship and personal development. We're all here for one thing, our dreams. Over 7,000 people in this incredible place. Over 7,000 minds that will take the chance and change their lives. You are one of them. Let's embark on this journey together and awaken your full potential. Whether your dream is financial freedom, your own business, more self-confidence, inspiration, motivation, or a completely new life, this is the place for you. You have a dream, and this dream comes true now. Demographics bei uns werden immer älter, wir brauchen eine jüngere Zielgruppe. Und das hat so ein bisschen gedauert. Ich meine, es hält bis heute noch an, aber es das, war für mich gut. Nicht, dass du nicht ernst genommen wirst? Erlebst du das? Ja, klar, absolut. Aber ich glaube, das tut jeder, der irgendwas macht, was nicht der reguläre Weg ist. Da geht es gar nicht so um mich. Ich bin mir sicher, ihr alle macht auch irgendwie Sachen anders als in eurer Familie oder aus eurem Umfeld. Und werdet so ständig kritisiert für so einen Quatsch. So, lass mich erstmal machen und dann reden wir in ein paar Jahren. So, Friends, ich bin ja gerade mit Ali. Wir kennen uns, Fun Fact, wir kennen uns seit vier Jahren. Ja, 4 Jahre. Und wir haben es heute zum ersten Mal live gesehen. Das ist geil. So geil. Ali, geil, dass du hier bist. Ja, grüß dich, danke. Neu. Scheiße. Alter, sowas muss drauf sein, Jungs. Nein, sowas muss drauf sein. Lass mal weiter. Ja? Mach weiter. Sehen wir nochmal. Ali hat eine Agentur, ja. Reich Social Recruiting. Ich würde einfach vorschlagen, erzähl mal kurz, was machst du genau? Sehr gerne. Also ich habe eine Social Media Agentur. Wir helfen Kunden über Markenaufbau beispielsweise mehr Reichweite zu generieren, sich attraktiv auf den sozialen Medien darzustellen, zu platzieren, um dadurch Talente anzusprechen. Und wir haben auch Social Recruiting, das ganz klassische, ne? Also mit das Ganze dann zu boosten mit entsprechenden Werbeanzeigen. Aber Social Recruiting ist wie eine Ibuprofen-Tablette, ne? Also man nimmt die einmal und dann ist man die Kopfschmerzen weg, aber nach ein paar Stunden kommen die wieder. Und einfach die langfristige, um den langfristigen Pain entgegenzuwirken, ist einfach Markenaufbau, einfach die langfristige Strategie, ne? Was unausweichlich wird, ne? Für alle Unternehmen in Deutschland. Sehr geil. Wer ist eure Zielgruppe? Wir haben tatsächlich mittelständische Unternehmen, ne? Wir haben auch kleinere Unternehmen, also 8-10 Mitarbeiter, aber so gängige Zielgruppe sind Unternehmen mit 30-40 Mitarbeitern und höher, ne? Das ist unsere Zielgruppe. Ja, sehr geil. Also Leute, und Ali wäre... Ich muss eine Sache auf jeden Fall sagen, ohne Hakan wäre ich heute nicht hier. Ich habe zu spät gebucht, tatsächlich die Tickets. Da konnte man die auf jeden Fall noch klären, auch wenn es nur Weekend-Ticket ist. Aber trotzdem, danke dir, Hakan. Und er kommt auch nur heute. Ey. Ja. Wie lange habt ihr Fahrt gehabt? 4 Stunden? 5 Stunden, ja. 5 Stunden sogar. Und ist morgen nicht am Start. Ich glaube, dass du hier bist. Danke dir. Zwar heute dieses Jahr nicht Bestand hier vertreten. Ja. Also hätte ich gerne Popcorn geben. Das ist letztes Jahr richtig geil. Wir waren sogar genau hier, waren wir. Ach was. Und dann die Leute sind mit Popcorn sind hergekommen, wollten Popcorn, Energy. War eine geile Nächste Sache. Nächste. Deswegen geil, dass du hier bist. Danke dir. Und ja. Nochmal einen Check. So, ich bin ja gerade mit Danny, einer der Founder vom Founders Summit. Danny, ich
vorschlagen, erzähl mal so ein bisschen, dieses Jahr, wie viele Founders Summit in der Reihe? Das siebte tatsächlich schon. Siebte. Aber gestartet sind wir 2016 im eigenen Hörsaalzentrum. Damals so ein Stück weit aus der Kritik gegenüber den Unis, weil wir irgendwie Matrizen und Sinuskurven ausrechnen mussten in der Vorlesung und gedacht haben, hey, das brauchen wir nicht wirklich fürs Leben. Und dann sind wir gestartet 2016 im eigenen Hörsaalzentrum und mittlerweile Deutschlands größte Gründerkonferenz, Gott sei Dank. Ja, sehr geil. Was sagst du, ist dieses Jahr noch geiler als die letzten Jahre oder wo es liegt vielleicht auch in den nächsten Jahren? Ich glaube, wir kriegen immer mehr coole Details rein, ja? Immer mehr Leute natürlich, immer mehr coole Aussteller und Partner, die dieses Ökosystem vor Ort so interessant und auch so relevant machen für Leute, die wirklich unternehmerisch sich verwirklichen wollen. Ja, sehr geil. Also ihr habt was Geiles auf die Beine gestellt. Großartig, ich freue mich jedes Mal hier dabei zu sein und danke dir, ja? Gerne, gerne. Ja. Schön, dass du da bist. Freut mich. So, Friends, jetzt eben zum Auto gegangen. Es war hier unnormal heiß. Also die letzten Tage, Wochen war es extrem regnerisch, aber die Sonne scheint heute. Ich glaube 25 Grad, ne? Ja, extrem geschwitzt, gerade im schwarzen Sakko. Deswegen kurz eben umgezogen. Und ich bin hier mit dem lieben Kerem. Kerem ist neu hier im Team. Wir sind ja, haben auch eine sehr große Remote-Struktur. Und den Kerem, ich würde kurz vorschlagen, stell dich mal ganz kurz vor, was machst du bei uns? Hallo, ich bin Kerem. Ich bin Setter beim Hackern. Seit geraumer Zeit und ich freue mich auf jeden Fall heute mit ihm hier Founders Summit zu besuchen. Haben auch schon ordentlich Termine gemacht. Auf jeden Fall coole Energie, coole Leute, kann man empfehlen und schauen wir mal, was der Tag heute noch so bringt. Yes, sehr, sehr geil. Also letztes Jahr waren wir hier am Stand und als Speaker auch vertreten und waren auch mit der ganzen Mannschaft hier, aber dieses Jahr ist auch mal cool. Eigentlich wäre ich sogar gar nicht hier gewesen, weil es so ein paar Planänderungen jetzt aber gab, bin ich doch spontan vorbeigekommen und dachte mir hier, Kerem nehme ich auf jeden Fall mal mit. Wie gesagt, macht hier Vorgespräche und coole Sache. Ist auch ursprünglich gar nicht so aus dieser klassischen Bubble, deswegen habe ich gesagt, hey, schau es dir hier mal an, weil sag mal so schön, das Founders Summit ist wie ein Klassentreffen. Ich habe ja viele auch gar nicht aufgenommen, aber es sind viele Freunde auch von mir gewesen. Große, große Marktführer in ihrer Nische, wirklich omnipräsent. Und ja, die sieht man halt einfach hier wieder. Und es ist halt immer ganz cool, wie so eine Art Klassentreffen. Deswegen bin ich hier gerne jedes Jahr und nächstes Jahr wahrscheinlich dann wieder als Aussteller und auch als Speaker am Start. Also, Kerem, dann lass uns gerne noch weitermachen, Gas geben. Er hat schon ordentlich Termine gemacht. Ich bin ja eher so ein bisschen zum Netzwerken. Mal gucken, ob ich morgen mir die Vorträge noch anschaue. Und ansonsten, ja, genießen wir jetzt noch das Wetter, das Event. Und nehme euch dann auch nachher mit. TV, but she kept going. Critics told Beyonce that she couldn't sing. She went through depression, but she kept going. Struggle and criticisms are prerequisites for greatness. That is the law of this universe and no one escapes it. Because pain is life, but you can choose what type. Either the pain on the road to success. Vielleicht nicht maximal, aber bis zu einem gewissen
Maß, das in so meiner Einstellung schon mit einer gewissen Ethik betreibt. Und ich finde, es ist wirklich. Ich möchte jetzt ohne Props möchte, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir auch als junge Leute irgendwie, in Anführungsstrichen junge Leute, ich habe mich jetzt einfach mit dazu gezählt, aber dass wir, dass uns das auch klar ist, dass natürlich wir haben alle dafür gearbeitet, hart dafür gearbeitet, aber unterm Strich ist es so, wir sind, die meisten von uns sind in einer privilegierten Lage, dass wir hier in Deutschland überhaupt sowas machen können, dass wir uns hier treffen können, uns austauschen können, das ist etwas Besonderes und dass wir mit dem Geld, was wir auch erwirtschaften, auch arbeiten können, dass wir investieren können, machen und tun und so weiter. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist nicht falsch, dabei auch an andere zu denken und keine Ahnung, ob man das was zu schaffen. Das war ich mein Geld, natürlich. Mein Vater hat sich schon jahrelang geweigert, in ein Auto zu steigen, weil ich mit so einem Autofan, ich hatte damals einen Cayenne und der wollte da nicht mitfahren. Und es war echt sehr, sehr schwer. Ich hatte es auch schwer, meinem Vater mal eine Rolex zu schenken zu seinem 70. So wollte er gar nicht annehmen erst. Auf jeden Fall, ich habe ihm das dann so verkauft, dass ich gesagt habe, Che Guevara hat auch eine getragen. Daher, Vater, du kannst das auch. Und so viel dazu. Und ich glaube, der nächste Song passt ganz gut. Der erzählt zwar meine Geschichte, aber ich bin mir sicher, dass hier auch Menschen sind, auf die das auch zutreffen kann. Und ich habe den Song AMG genannt, nicht weil ich mir gesagt habe, mein einziges Ziel im Leben ist es, AMG zu fahren, sondern weil ich in erster Linie gemerkt habe, wenn ich nicht an mich glaube, dann tun das die anderen auch nicht. Und deswegen habe ich diesen Song geschrieben. Vielleicht kennt ihr den, vielleicht feiert ihr den, wenn nicht, let's go, komm. AMG bedeutet an mich glauben, denn ich gehe in Weg, den sie nicht versteht. Heute sehen sie mich mit anderen Augen, wollte ihnen frei, doch wie sie sein. So, Friends, vielleicht hört man schon so ein bisschen raus. Meine Stimme ist nicht ganz weg, aber ich bin extrem heiser und auch vor allem K.O. Wir haben gerade einmal, ja, circa 23 Uhr. Bin wirklich K.O. Geile Gespräche heute gehabt. Habe euch nicht überall leider mitnehmen können. Seht es mir bitte nach. Aber gerade auf so einer Veranstaltung, wo, man muss sagen, über 7000 Leute am Start gewesen sind. Und auch noch morgen. Ja. Also man hat, es sagt halt immer wieder, es ist, ist ein Klassentreffen, ja. Man sieht ja so viele Freunde, Bekannte, ja, Kollegen, Geschäftspartner vor allem, Kunden. Also dann kann man leider nicht alles aufnehmen. Also beziehungsweise man denkt gar nicht dran. Man ist so vertieft in den Gesprächen und ja, das war auf jeden Fall mein Tag heute. Viele neue Leute habe auch kennengelernt, vor allem auch sehr große Leute. Die ich dann wiederum auch gewinnen konnte für entweder einen Podcast oder allgemein für eine Partnerschaft oder auch gucke, hey, vielleicht kannst du mir jetzt nicht gerade helfen, aber ich habe hier einen interessanten Kontakt wiederum für dich. Und dass man dann da halt eben als, ich sage halt immer so schön, Dealmaker dazu, dass man als Dealmaker entsprechend dann vermittelt und auch an dem Projekt mehr oder weniger partizipiert, wenn da was Großes draus wird. Und ja, also heute ein geiler Tag gewesen, viel mitnehmen können. Ich nehme euch auf jeden Fall morgen mal ein bisschen mehr mit. Interviewe auch den einen oder anderen dann auch nochmal. Good morning, zweiter Tag vom Founders Summit hat begonnen. Bin eben aufgestanden, fresh gemacht und jetzt geht's los dorthin. So, ich bin hier gerade mit dem lieben Mo, auch aus Hannover, genau. Start. Mo, cool dich mal hier auf dem Founders Summit zu sehen. Ich würde vorschlagen, stell dich mal kurz vor und vor allem so einen Business-Tipp, den du den anderen Leuten mitgeben würdest. Ich bin Mohamed, ich bin in verschiedenen Bereichen tätig und ich würde sagen, mein Business-Tipp für euch ist einfach, dass ihr euch nicht zu lange mit Problemen befasst. Versucht einfach wirklich Probleme so schnell wie es geht aus dem Weg zu schaffen, beziehungsweise sofort euch mit der Lösung zu befassen. Hängt einfach damit zusammen, dass je öfter und je größer und desto omnipräsenter ein Problem bei euch im Kopf ist, desto mehr belastet es euch und desto mehr schränkt es euch einfach auch darin ein, die Lösung zu finden. Und desto mehr schränkt es euch da auch darin ein, am Ende des Tages den nächsten Schritt für euren Case zu gehen. Deswegen achtet darauf, dass es sobald das Problem im Kopf ist, dass ihr sofort dann an die Lösung denkt. Das ist eigentlich so mein Tipp an euch alle. Und auch das, was ich selber für mich in meiner bisherigen Laufbahn und Karriere immer so als
einen der wertvollsten Tipps empfunden habe. Ja, sehr cool. Dann danke dir. Vielen Dank, Hakan. Danke dir. Ich hab's danke. Servus, mein Name ist Gregor Heritsch von der Heritsch Media GmbH. Wir sind eine Performance-Marketing-Agentur für Coaches, Berater und Dienstleister. Hab eine Agentur in Österreich, haben aber Kunden im gesamten Dachraum. Gregor, was würdest du sagen, ist dein Top-1-Business-Tipp für andere? Also der Top-1-Business-Tipp vor allem für Coaches und Agenturen ist auf jeden Fall Fokus behalten. Vor allem, wenn man am Anfang steht noch, hat man immer so die, also man will oft so dann viele Projekte machen, die was nicht zusammenhängen. Also man muss da was Neues lernen, dann muss man da wieder was Neues lernen. Ist zwar für die Skills gut, aber du limitierst dein Business extrem. Du verhinderst, dass du skalierst. Das hat mir sicher 2-3 Jahre gekostet in der Skalierung, dass ich einfach zu viele Projekte gleichzeitig machen wollte, und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, nicht zu machen und auf ein Kernangebot fokussieren am Anfang und dann damit hochskalieren und erst dann in die Breite gehen. Ja, sehr cool. Dann danke dir, mein Lieber. Gerne. Hi, mein Name ist Florian Sondershausen und ich zeige Menschen, wie sie am digitalen Finanzmarkt Fuß fassen und sich da ein regelmäßiges Einkommen aufbauen und einfach ja, dort ja, einen kleinen Cashflow weiter aufbauen. Cool. Was ist so dein Top 1 Business-Tipp? Der beste Business-Tipp überhaupt ist erstmal, sich weniger ablenken zu lassen, einfach mal mehr umsetzen, weil wir lassen uns so schnell ablenken von so vielen Kleinigkeiten. Ja, aber wenn du mal einfach mal Fokus behältst, einfach mal mehr umsetzt, weniger nachdenken, weniger reden, einfach mal machen, ja, dann kommst du auch viel, schnell, viel weiter voran. Ja, weil irgendeiner muss es umsetzen. Und da bist du an dem Punkt, das zu machen. Und niemand anders. Du bist für dein Leben verantwortlich. Deswegen setz um, ja, konzentriere dich auf die kleinen Dinge, ja, und dann Schritt für Schritt für Schritt einfach die nächsten Goals erreichen. Ja, sehr geil. Also weniger schnacken, mehr machen, ne? Sagst du? Genau, weniger schnacken, mehr machen auf jeden Fall. Cool, Mann. Dann danke dir. Lieber, wer bist du, was machst du? Ich bin Alex Sanalis, ich bin im Sales-Team von Business Marketing und ja, ganz genau, verantworte die ganzen Anfragen in Bezug auf Aussteller und Speaking, genau. Sehr cool. Woher kennen wir uns? Wir kennen Sie jetzt schon seit guten Jahren, ne? Sogar ein bisschen länger tatsächlich, würde ich sogar sagen. Sehr gut, wir haben uns kennengelernt. In etwa, ja. Ich muss mich natürlich mal entschuldigen, meine Stimme ist schon ziemlich angeschlagen, schon der zweite Tag hier auf der Messe. Auf jeden Fall, genau, wir haben uns selber auf einem kleinen Event getroffen, es war in Hannover gewesen. Genau, da war eigentlich eine coole Atmosphäre, waren ja nur, ich glaube, 100 Gäste da oder 150 waren da. Kommt hin, ja. Genau, und gerade bei so kleinen Veranstaltungen kann man sich ja mal gut austauschen, gut netzwerken, und da hatten wir uns ja kennengelernt und ich fand eigentlich schon, dass wir da so auf einer Augenhöhe eigentlich direkt waren. Schöne Gespräche auch gehabt. Und ja, genau. Wie ich das heute gemerkt habe. Genau, stimmt, bis heute, das haben wir ja vor uns noch oder vorhin noch gemerkt. Ja. Genau, richtig, richtig. Ja, seitdem kennen wir uns tatsächlich, ne, und seitdem immer wieder im Austausch, genau. Sehr gut. Was würdest du sagen, ist so dein, nicht unbedingt Business-Tipp, aber du bist ja gerade vor allem im Sales unterwegs. Schon mal hier schauen, Agenturenhaber zu Gründer, Dienstleister. Was würdest du sagen, so ist gerade im Sales oder Marketing wichtig? Ja, guter Punkt. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass viele immer versuchen, ja, Leads oder generelle Kundenanfragen immer sofort hier, ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund schon hört, hier wurden Tickets gewonnen. Auf jeden Fall, was ich so als Tipp mitgeben kann, gerade in Bezug auf Sales, ist, dass viele immer versuchen, sofort denjenigen zu closen, also das Produkt, die Dienstleistung immer sofort zu verkaufen, das muss immer sofort passieren. Ich finde immer, das sorgt immer für eine, teilweise auch für eine komische Atmosphäre in Bezug vor allem von dem Verkäufer aus, weil dann, ja, er versucht dann ein bisschen zu drängeln und ich finde, das merkt auch der Interessent immer, bin ich der Meinung. Und deswegen macht es auch mal Sinn, teilweise einfach wirklich den Leuten noch mal ein bisschen Zeit zu lassen und auch mal ein Follow-up zu betreiben. Oder generell auch, wenn das vielleicht, ich sage jetzt mal, bei den meisten Kunden auch klappt, immer im ersten Verkaufsgespräch, dann ist es auch gut. Man sollte aber auch viele Leute, die auch ja, sich im CRM-System noch befinden, in der Liste, bei sich auch mal, ja, einfach up-to-date zu bleiben, immer im Kopf zu behalten, einfach mal durchzuklingeln. Wie sieht gerade der Status aus? Gerade im Mittelstand ist es ja so, dass alle 3 bis 6 Monate die Interessen sich ja sowieso immer wieder wechseln, sage ich mal, und dann kann der Bedarf ja dann zu einem späteren Zeitpunkt viel, viel größer sein sogar tatsächlich. Oder vielleicht
mal nicht, aber dafür wieder zu einem späteren Zeitpunkt wesentlich größer als davor. Ja. Und das würde ich so als Tipp einfach mal mitgeben, weil viele das dann... Hast du so eine Faustformel, wann man immer Follow-up machen sollte? Was für Abständen? Oh, sehr guter Punkt tatsächlich. Also ich bin immer so ein Freund davon, ich bin ehrlich und frage die Gegenüber einfach, wann möchtest du denn, dass ich mich einfach mal wieder melde? Weil ich dann auch so ein, einerseits die Erlaubnis bekomme und auch so wie so ein Commitment, dass er auch natürlich den Anruf in der Theorie entgegennimmt. Ja, ja, aber er wartet ja da. Und wenn er sagt, in 2 Monaten, du rufst 2 Monate an, dann... Genau, richtig. ...hast du erstens das Wort gehalten und zweitens, er hat es ja eigentlich zugestimmt, hat er zugestimmt, dass er... Genau, richtig. Also ich würde tatsächlich sagen, mal so 2 bis 4 Monate ist immer ganz okay. Mhm. Wenn jetzt jemand weitaus drüber sagt, ey, melde dich erst in einem Jahr, da würde ich sagen, ey, ist cool, mache ich auch auf jeden Fall, das notiere ich mir. Allerdings würde ich jetzt einfach mal mich in 3 Monaten nochmal bei dir melden, einfach, damit wir uns mal austauschen, damit ich nochmal ein Feedback von dir halte, da nochmal die Erlaubnis abzuholen, dass du auch mal nach 3 Monaten schon mal anrufen kannst. Gerade in der Geschäftswelt, ich unterhalte mich auch mit vielen, teilweise geht es auch mal unter, da vergisst du wieder jemanden. Und deswegen, also das würde ich so als Tipp mal mitgeben, genau, oder halt so als Faustformel. Ja, super cool. Also ihr habt gehört, habt auf jeden Fall Ausdauer im Sales. Und wenn ihr euch für Marken vor allem interessiert, ich war letztes Jahr auch auf dem Event, das ist Marketing, geiles Event. Und wenn ihr auch auf dem Founders Summit gewesen seid, ich mache jetzt mal hier an der Stelle einfach mal Promo, weil ich finde das wirklich geil, auch die Organisation von euch, super cool. Findet in Frankfurt statt, ne, wieder? Genau, wieder in Frankfurt, also die alte Location. Wir haben jetzt eine zusätzliche Halle dazu gebucht, das ist die Festhalle, wo jetzt die neue Hauptbühne stattfindet oder sehr wo cool. Die neue Mainstage ist. Sehr cool. Genau. Leider, mit mir, leider nicht mit mir als Speaker, aber trotzdem bin ich am Start. Nicht, vielleicht in Zukunft. Genau. Kann ich es mit einem von euch machen? Wenn es irgendwie geht. Geiler Typ. Also Leute, Jetzt sind wir wieder zurück. Ja. Genau, also wo sind wir stehen geblieben bezüglich der Organisation? Also erstmal vielen Dank für die netten Worte auf jeden Fall in Bezug darauf. Wir kriegen immer wieder tatsächlich das Kompliment dafür. Und bezüglich Speaking, vielleicht klappt das ja mal, dass du auf einer Masterclass vielleicht mal dabei bist, wer weiß. Also, wenn die Gage passt. Also Leute, wenn ihr Bock habt auch zu kommen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. HKAN20, würde ich sagen. Genau, HKAN20. Schaut, gebt den Code gerne ein, kriegt ihr 20% Rabatt auf ein Ticket, entweder Entrance oder Premium. Und genau, schaut gerne vorbei. Cool, alles klar. Dann danke dir. Vielen Dank, mein Lieber. Ja, ich hab zu danken. Cool. Shaolin Teachings are the truth that inherits the wisdom to change your life. It is the way itself. It's the intention that is filled, come from the heart, with how we are doing our daily practices, with the purpose of bringing out the best of ourselves. Please welcome on stage Xiang Yi. Vielen herzlichen Dank. Xi Hengyi, bei uns. Auf geht's. Kampfkunst. Wieso sieht dein Schlag so anders aus? Was machst du anders, damit der Schlag so aussieht? Und dann habe ich angefangen, über meinen Schlag eine halbe Stunde einfach zu philosophieren. Man kann einen Schlag so machen oder so.
was ich mache, wenn ich meinen Körper bewege, ist, dass ich auf die feinste Ebene gehe, wie ich meinen Körper wahrnehmen kann. Das bedeutet zum Beispiel einatmen, ausatmen. Einatmen. Aus. So, jetzt die alles entscheidende Frage: Wer sieht besser aus? Zoomt mal an euch ran. Dennis liebt die Kamera noch weniger als ich. Deswegen bitte auf ihn zoomen. Ja, wer ist denn älter? Wir machen mach mal Applaus. Sehe ich besser aus, dann machen wir richtig Applaus. Ja. Wer ist wie viele Minuten älter? Du bist, das hab ich gedacht. Ja. Nein, Spaß beiseite, aber nein, ich bin dankbar, so einen Zwillingsbruder zu haben. Wir sind von Tag 1 an ein Arsch und ein Kopf und ohne den könnte ich nicht leben. Dann kommt... So, Friends, das war's mit dem Fauna Summit 2024. Ihr habt einige Insights gesehen, so wertvolle Gespräche entstanden. Das liebe ich ja immer im Netzwerken. Ist ein cooler Vlog geworden und nehme euch dann gerne nächstes Jahr wieder mit. Wenn ihr Bock habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hoffe, ihr konntet auf jeden Fall einiges für euch mitnehmen. Schreibt auch gerne, was ihr vorher mitnehmen konntet. Könnt ihr mir auch gerne privat schreiben, wenn ihr wollt. Und in dem Sinne, für mich geht es jetzt erstmal wieder zurück nach Hannover. Circa 4 Stunden Autofahrt mit Laden. Und dann fängt morgen wieder die neue Woche an. Viele Meetings mit neuen Leuten, die ich kennengelernt habe, stehen an. Und ja, so schaut's aus. Also Leute, macht was aus Events und ich wünsche euch in dem Sinne einen wunderschönen Morgen, Abend oder wie auch immer, je nachdem, wann du dir das Video gerade anschaust. Und nicht vergessen, lasst dem Video gerne ein Like da, auch gerne einen Kommentar, teilt das Video und vor allem abonniert den Kanal. Nicht vergessen, das sage ich leider viel zu selten, aber macht's auf jeden Fall, weil es gab hier so viele jetzt am Wochenende, die gesagt haben, hey, warum habe ich einen YouTube-Kanal nicht vorher schon gekannt? Ja, du, da habe ich auch keine Antwort drauf. Also in dem Sinne, abonnieren, liken, teilen und kommentieren. Und dann sehen wir uns. Und checkt vor allem gerne auch die Links in der Beschreibung ab. Und bis zum nächsten Video. Euer Hakan. Ciao, ciao.